Die U-Boote sind endlich besorgt und jetzt machen wir uns auf was. Die U-Boote? Was ist das denn? Die U-Boote. U-Boote oder nicht? U-Boote. Was lachst du denn schon wieder? Wie heißt es nochmal? Wie heißt es, Curry? Die U-Boote. Die U-Boote? U-Boote. U-Boote. Okay, yeah. Bitte. Das nochmal. Jetzt fängt nochmal deine Munition zu an. Bitte ruhig. Was? Nein. Der Patrick hat gesagt, wir suchen heute ein Flugzeug. Der See ist voll schmutzig. Ein abgestürztes Wrack. Keine Ahnung, wo das ist. Ey, was? Oh, der war gemein, oder? Also das U-Boot hatten wir ja schon mal gefunden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die UFO-Folge. Das UFO meine ich, das wir gefunden haben. Aber der Patrick meinte, da gibt's noch was anderes hier. Und dabei ist natürlich der Benny, der Dennis, hallo, der Currywurst. Und der PZ ist auch am Stissel und ich natürlich hier. Ich muss aber ganz kurz was sagen, ich habe gerade einen MH370-Witz gemacht, weil das natürlich auch verschollen war. Das tut mir natürlich leid. Macht man eigentlich keine Witze drüber. Patrick, ist das denn jetzt ein Flugzeugwrack oder ein Piratenschiff, ein altes oder was? Nee, das ist ein Flugzeugwrack. Ah, ein Flugzeugwrack, alles klar. Deswegen habe ich ja den bösen Witz gemacht. Wir fahren einfach mal in die Richtung, also das ist einfach geradeaus da schmutzig, wenn da solche Witze ist das da am Ende, ja? Ja, ja, genau. Also der Witz war wirklich scheiße. Also Challenge-Vorbereitung hatten wir in der letzten Folge. Ja, ist jetzt gut. Nee, ich habe voll das schlechte Gewissen jetzt. Wie viele sind wir denn jetzt? Also jeder hat jetzt eins? Ja. Aber letzte Folge sich noch über meine Witze am Beschweren, weißt du? Dennis, ey. Ja, Dennis. Ja, okay, der Behindertenwitz ist viel schlimmer gewesen als den Witz. Ich habe nicht mal einen Behindertenwitz gemacht, ist das lustig. Nicht? Ich habe gesagt, weil ihr hier keine Beine mehr habt, weil ihr die ganze Zeit so sitzen müsst beim Arbeiten wegen der Play Massive, ja, habe ich gesagt, genau, ich hole mir einen Elektrorollstuhl. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber stell mal vor, wie das hast du ja wieder draus gemacht. Ja, als würde man das jetzt ja irgendwie ernst nehmen können, mal ganz ehrlich. Meinst du ganz ehrlich jetzt? Wem fahre ich eigentlich hinterher gerade? Ich weiß es nicht. Meinst du ganz ehrlich? Wer bleibt denn da gerade stehen? Oder fällt ganz unten am Grund? Ich vielleicht? Also ich bin oben. Okay, dann fahre ich dir lieber nicht hinterher, wenn es der Benny ist. Du würdest uns einen Elektro-Rollstuhl holen. Wieso denn? So einen Rollstuhl, den man selber anschieben müsste. Nee, das ist natürlich, da habe ich auch schon gesagt, darüber können auch manche Leute lachen, die in so einem sitzen. Ja. Und für die es mir natürlich leid tut, ohne Frage. Ich habe ja auch, wie gesagt, in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet mal ein Jahr lang und viele kennengelernt. Und auch mit vielen Späße gemacht. Also aber auch da viele Behinderten mit schwarzen Humor. Solche Werkstätte, ne? Und was heißt denn Behindertenwerkstatt? Was machen die Leute? Also in der Behindertenwerkstatt, da wird vor allem werden Materialien produziert. Zum Beispiel machen die dann irgendwelche Filter, setzen die auf oder so für Ford oder sowas. So halt einfache Arbeiten. Ich war allerdings nicht nur in dieser Werkstatt, sondern auch, habe auch den Kiosk zwischenzeitlich gemacht da. Und war auch im Förderbereich vor allem extrem lange. Also wo du wirklich auch wickeln musst und so. Habe ich alles durchgezogen, ey. Ich hatte glücklicherweise halt ziemlich junge Behinderte da am Start. So dass es halt eher war, wie als würde man ein Kind wickeln, weil die waren auch sehr klein, manche auch mongoloid. Sagt man nicht Down-Syndrom, ja. Ja, ist schon krass. Und diesen halt, da habe ich auch welche echt lieb gewonnen. Den Georg, den Jens und so. Waren ein paar richtig coole Leute dabei. Und bei mir waren halt aber die Fälle, die wirklich auch wirklich richtig, richtig schwer behindert waren. Also größtenteils, manche wussten auch schon gar nicht, konnten nicht mehr mit reden mit dir und so. Ja, das ist ja so ein Thema, was viele Leute immer beschäftigt, kann man immer sagen. Wenn man so vorher weiß, ne, man hat ein behindertes Kind, irgendwie bringt man auf die Welt, ob man dann abtreiben soll oder ob man es behalten soll. Ne? Und da sind ja viele Leute immer so zwiegespalten, weißt du. Ahnung, ja, es ist natürlich schwer, ey, ganz ehrlich, es erfordert ein Leben voller Arbeit, aber irgendwie, so wie ich die Behinderten kennengelernt habe, viele davon, wenn ich jetzt so ein Kind mit Down-Syndrom habe und das hat kann ein gutes Leben haben, finde ich das völlig in Ordnung, das zu kriegen. Also dann finde ich es eher schade, wenn jemand sagt, nee, da treibe ich, weil dann darf man ja, glaube ich, auch nach 3 Monaten noch abtreiben. Ja, aber das kann auch ein sehr lebensfroher Mensch werden, also auf jeden Fall. Ja, und da gibt es einen in den USA, das habe ich ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, wo das ist, der hat so ein Café aufgemacht, ne? Und immer die Leute, die halt reinkommen, umarmt er dann so, weißt du? Egal wer das ist, und da finde ich auch schon krass so, wenn du Down-Syndrom hast, dass du dann so eigenständig trotzdem dir einen Kaffee aufmachen kannst mit Mitarbeitern und alles. Ja, es gibt welche, die sind total dabei und haben ganz leicht ausgeprägtes Down-Syndrom, dann gibt es ganz schwere Fälle. Das Ding ist aber, zum Beispiel gibt es auch welche, halt, die sind richtig aggro. Hast du leider auch. So, und dann hatten wir auch welche, da war einer, der war richtig übel, der hat die ganze Zeit blonde Frauen angegriffen.
Blonde und, Frauen? Ja, weiß ich auch nicht, was in seiner Lebenshistorie passiert ist, aber dem musste ich teilweise mit so richtig zum Boden. Da gab es so eine Ausbildung, wie du wen zum Boden, wenn du im Notfall wen zum Boden reißen musst und so. Ja, aber was heißt denn angreifen? Ja, richtig gepackt und so geworfen und sowas alles. Was? Vielleicht hat der mal was Schlimmes mit einer blonden Frau erlebt, ich weiß es nicht. Ja. Der konnte auch nicht reden. Und habt ihr gerade auch so grün... So, wem folge ich hier eigentlich? Dem PZ. Das ist ja der Einzige, der weiß, wo es lang gehen sollte. Ich suche gerade, also es muss hier irgendwo sein. Ja, nee, aber man kann ja zum Abschluss mal sagen, es ist wirklich ein krasses Thema und... Ja, ich könnte also, ihr auch mal in die Community gefragt, was um eure Erfahrung mit Behinderten... Also ganz ehrlich, ich bin an das Thema gar nicht so rangekommen, wo ich nicht, wenn ich nicht den Zivi da gemacht habe. Und es war eine super Lebenserfahrung, die ich nicht missen wollte, ganz ehrlich. Ja, und man kann ja echt froh sein, dass es Leute gibt, die sich das auch zur Aufgabe machen, solchen behinderten Leuten wirklich zu helfen, ne? Ja. Die sind teilweise auch... Aber da sind auch ein paar echt gute Betreuer gewesen, ein paar auch nicht so gute, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ich habe mich sicher da auch angelegt mit jemandem, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber bei Lehrern leider auch so, muss man sagen. Ja, nur durfte ich mich in dieser Phase zum Glück mal anlegen und habe mich direkt dann draufbekommen, wie in der Schule, wenn du dich angelegt hast mit dem Lehrer. Ja, das stimmt. Der dich dann voll auf dem Kicker hatte. Ja, aber das ist ja nicht nur, weißt du, Erzieher und so und generell so Altenpflege und so sind alles so harte Jobs, die von den Leuten immer so, keine Ahnung, total unterschätzt werden, weil ich finde so... Super. So ein Erzieher, weißt du, der verdient eigentlich gar nicht so viel Geld. Auch Rettungs. Die verdienen alle viel zu wenig. Ja. So die Leute, die Rettungswagen fahren, Alter. Ja, das Rettungswagenfahrer sind ja tatsächlich auch Zivis, ne, die so Rettungssanitäter. Teilweise, aber nicht die richtigen Rettungswagen. Nee, das waren keine Zivis. Eher so Busse, wo die Behinderten nach Hause fahren. Ja, also so Malteser und sowas gibt es ja. Die ja, genau, aber das hätte ich auch machen können. Ja, aber das sind keine Rettungs, die werden dich jetzt nicht, wenn du ein abgerissenes Bein hast. Sondern vielleicht so, keine Ahnung, von Altenheim zu, keine Ahnung, zu untersuchen. Aber weiß nicht, wie es bei. Sag mal, PZ weiß noch, wo es lang geht, oder? Die Frage ist natürlich. Ey, der PZ, der ist das. Die Frage ist natürlich, ob es das Flugzeug auch in GTA Online gibt. Ja, das nein. Oh. Ey, Patrick, wenn wir die ganze. Aber guck mal, der Propeller wird manchmal in grün, ne? Habt ihr das auch? So grüner. Mhm. Warum? Ich hab's ja im Singleplayer schon gefunden, aber eigentlich ist es ja die gleiche Welt hier. Oh aber nein. Das wäre also der Oberhammer. Es täte mir natürlich unglaublich leid. Das wäre auf jeden Fall eine Mega-Challenge für nichts. Ja, ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass es hier nicht ist, aber... Ja, aber eigentlich hast du recht. Eigentlich gibt es die Sachen im Normalfall auch in der Online-Welt. Warum sollte es das nicht hier geben? Aber anscheinend hast du die Stelle irgendwie falsch, oder... Ja, wir sind ja eigentlich, also ich bin den ganzen Grund eben entlang gefahren schon bis hierhin. Und so tief ist das auch gar nicht hier. Ja, ich bin auch fast alles abgefahren. Scheiße. Ja, ich glaube, das hat sich dann erledigt. Weißt du, die ganzen U-Boote hier rübergebracht und so. Und, ja, aber es ist doch schön hier, oder? So in der Gruppe mal mit dem U-Boot rumzufahren. Der Patrick. Oh nein. Weißt du, PlayNation-Redakteur, sagt er lieber nicht so laut, ey. Was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was du für Leute einstellst, Dennis. Ja, echt, ey, das ist sehr. Den habe ich am Bahnhof in Köln gefunden, weißt du? Was hast du denn da gemacht? Hä? Nix. Ja, wir haben nach neuen Mitarbeitern gesucht und du warst... Zu haben. Ja. Du warst da. Ja, mach dir nichts aus, Patrick. Die Community wird dich dafür haten. Manche. Ja, das ist manche. Kein Problem. Aber die wenigsten, schreiben, Alter, die meisten wie langweilig sind nett und sagen, mach dir nichts raus, Patrick. Ja, und dann aber, passiert. Aber 99% der Zuschauer sagt, wie langweilig, scheiße, Patrick, raus aus Let's Play, Diabo, Sarazza, geil, geil. Der kann ja gar nichts. Ja, 99% sagt das. 1% sagt vielleicht, ja, weißt du, die bereiten ja zwei Folgen vor, die Challenge wurde ewig versprochen. Ja, 10.000 Mal wurde wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben, das Flugzeug gibt's da gar nicht, Leute. Wir könnten die Stromstellen noch hinunterfahren. Und wer jetzt wirklich Mitleid mit uns hat, so, ne? Also wer jetzt mir sagt, ja, ne, mit uns, weil wir mit dir spielen müssen, der sagt dann, Scherz, Patrick. Der sagt dann natürlich, kriegst ein Like auf das Video, sharen, teilen, abonnieren, favorisieren, liken und so weiter, ne? Kennst du ja. Warum ist das gerade so peinlich einfach? Das gibt's gar eigentlich nicht. Müsste man bei PZ auf den Kanal gehen und sich da beschweren. Bei uns ist ja nicht so. Gib dem alle mal ein Dislike nicht. Oh. Ja, nein. Fällt ja nicht mehr ins Gewicht, ne, Patrick? Nein, kann passieren. Danke. Okay. Nein, ey, jetzt muss ich mal echt was sagen. Die Leute denken immer, ich hasse den Patrick oder so. Ich mache nur mal Spaß. Also, das stimmt. Nee, ohne Scheiße. Ich kenne den Patrick jetzt auch schon seit 2-3 Jahren oder so. Ne? Und der arbeitet ja auch schon ewig bei uns bei PlayNation und so. Wir sind alle so gute Freunde geworden, kann man ja echt sagen. Und da machen wir halt immer so Scherze, ist ja normal, wenn man so unter Kumpels ist. Das neckt sich, ne? Ja, ihr müsst mal hören, was der Sarazza alles sagt, wenn die Kameras aus sind. Mhm. Atme nicht, guck mich nicht an. Genau, wieder Geschichten hier erfinden, ist der Traum. Also ich fahre jetzt die Stromschnellen runter, sonst ist das ja zu blöd. Ich will mit. Ja, ne?
Ja, ganz ehrlich, also das tut mir echt leid, liebe Zuschauer. Das ist der Patrick natürlich alles schuld. Ja, es tut mir auch unglaublich leid. Alter, ich hab aufgesetzt mit dem U-Boot. Wird mich jetzt gleich okay, auch nicht lachen, weinen, aber... Okay, das funktioniert auch nicht. Das ist natürlich die Mega-Folge. Ja, aber fuck, das gehört dazu, Alter, ohne Scheiß. Ja, egal, passiert, ey. Mach du dir jetzt mal nichts draus. Was kann man denn mit 5 U-Booten sonst noch machen? Sorry, aber 200 GTA-Folgen, wenn dann eine Folge scheiße ist, sag ich dir ganz ehrlich, dann... In die Luft jagen. Also eine Folge ist leider nicht scheiße. Es gab so 10, die waren nicht so geil. Ja, ungefähr. Von 200 ist aber gute Quote, aber ganz, ne? Haben wir ganz gut gemacht, finde ich. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich muss jetzt leider das U-Boot in die Luft jagen, oder? Das kann doch nicht sein. Kann da mal wer anschieben? Ja, ich komme. Moment, ich komme auch gerade. Ey, Curry! Denn... Hallo. Aber nochmal, also das ist wirklich, oh, seltsam, dass ja, es das hier nicht Patrick, gibt. Ja, Patrick, jetzt, also es gibt's das doch und wir haben es gefunden. Es gibt das, scheiße, nein. Oh Mann. Curry. Schieb mich an, Eichi. Ja, 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 geil. Jetzt hängen wir hier beide. Benny? Nee, du hängst da nicht. Benny? Ja. Guck mal hier, ich hänge hier hinter dir. Aber ich müsste eigentlich ja, aber wie soll ich dir denn helfen? Da musst das weiß ich ja nicht, ich kann ja nicht mal ein Flugzeug Auto finden. Kommen. Wir haben eine Mission, wir müssen die befreien. Moment, ich tritt mal gegen, ja? Ja, das wird nichts, glaube ich. Benni, gibt es eigentlich von euch so, ne? Ihr habt ja so viele Lieder schon gemacht. Mhm. Gibt es ein Lied, oh, das geht. Würdest, das Lied findest du nicht so gut? Ja. Jetzt ist es frei. Es waren zwischendurch vielleicht mal Sachen bei, wo man nicht ganz so viel Zeit hatte. Wo man jetzt auch hinterher sagt, ja, da hätte man noch mehr rausholen können. Ja. Aber so komplett scheiße, nö. Tritt doch mal bitte gegen, ja? Oh, jetzt bin ich gegen dieses blöde Rennen gelaufen. Nein, der Troublemaker Song, der war ja wirklich... Der ist cool, ja. Alle, tritt doch mal gegen das U-Boot oh, hier. Oh, nervt das gerade. Ich komm gerade wieder in den Job rein. Das Coole ist, kann man ja mal sagen... Ja, warte, ich probier's. Die Musik von Benny und so kann man immer für seine YouTube-Videos benutzen. Mhm, sehr gerne. Ja. Von den Alchemisten, genau. Ja, ja. Circle of Alchemist. Super. Circle of Alchemy. Nein. Ja, es ist der Autovervollständigung. Ja, für Gamescom damals, bei LPT XXL kann ich. Ey, geil, komm, wir machen U-Boot-Surfen, Alter, ist doch auch nice. Okay, probieren wir. Moment, ich komm auch frei, ich komm frei. Ey, das geht voll geil. Wie nice ist das denn? Ah, haben wir glücklicherweise doch noch eine neue Challenge. U-Boot-Surfen. Yeah. Oh, oh. Wellen. Geht schon, Alter, geht schon. U-Boot-Surfing, du bist wie geil, der darauf steht. Ja, Alter. Ich bin nein, wieder frei. Alter. Bist du tief? Oh, ich häng schon wieder. Ah, das war's. Okay. Was? Nix. Bist du tief? Du hängst schon wieder? Ich komme. Ja. Ich bin tief. Drauf. Muss das um diese Uhrzeit okay. Wirklich noch sein? Fetti Fett Fett. Nein, nein, Mist. Du musst stehen bleiben, Benny. Irgendwie. Was macht ihr da? Ja, ah, super. So, ich stehe drauf. Bin drauf. Okay, weiter geht's mit Oberzeugen. Ja, warum sind wir so reden jetzt? Alter, von mir, das sieht vom Weiten so lustig aus, weil der Sarazar, das sieht so aus, als ob du über Wasser schwebst, Alter. So. Weil der kann ja über Wasser gehen. Jesus, der U-Boot-Surfen. Der Sonne entgegen. Und da hinten kommt man wirklich nicht lang? Nee, ich glaube nicht. Ach komm, und Wille ist das auch ein Weg. Ja, okay. Und Walle ist das auch ein Weg. Patrick. Ja. Komm, ihr braucht noch ein U-Boot zum Surfen. Habt ihr ja, hier, ich eins? Hinter euch. Ich bin noch jemand drauf? Hinter euch. Boah, das ist voll geil, nee. Alter, mit dem U-Boot surfen. Dann machen wir ein Wettrennen. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, wo seid ihr denn Wettrennen alle? Beim U-Boot surfen. Das sieht jetzt gerade klasse aus. Da war echt nur noch dein Oberkörper zu sehen. Ah, oh, das war wieder zu tief. War wieder eine Welle. Komm mal. Benny! Oh, nein! Ich will auch mal mit echt so einem Mini-U-Boot fahren, wobei ich hätte da bestimmt voll die Platzangst drin, ey. So Titanic. War schon geil, so ein Mini-U-Boot. Ja, aber guck mal, ey, das ist so eng und alles und, boah. Wo sind die anderen? Wo ist der Curry? So sieht man mehr nach Surfen aus. Ja, das sieht so klasse aus. Alter. Oh, sorry, Daniel. So ist wohl Surfen. Hab dir die Vorfahrt genommen. Bin ich gewöhnt von dir, Patrick, weißt du? Dass ich dir die Vorfahrt nehme? Welle! Das ist die perfekte Welle. Warte, was machst du da, Alter? Ich mach U-Boot-Surfing, siehst du doch. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Achso, ne, das war gerade. Was verwechselt. Dann kann ich bei dir auch mal surfen. Ja, komm. Boah, voll in die Kurve noch rein. Ja, komm. Ist gar kein Problem, man kann voll gut auf diesem U-Boot stehen. Wie halte ich das da oben? Mit X.
Steigen Sie auf, junger Padawan. Boah, junger cool, ganz Payset. An der Spitze. Junger Jedi. Ja, will du mir was so von Star Wars erzählen? Mir. Oh. Nein. Boah, das ruckelte gerade voll. Den Sohn des Skywalkers. Nein. Boah. Das Skywalker erinnert mich an was so anderes. Das ist immer ein Insider. Ja. Was? Nix, nix. Sag nochmal, komm, sein Mann, sag nochmal. Nee. Sag nochmal, komm. Nee, geht dich nichts an. Komm, Sarazar, was, komm. Geht dich nichts an. Komm mal raus, komm. Nee. Ja, komm, mach dich bereit, mach raus. Luke, ich bin dein Juhu, Vater. Juhu, so, lass mal ein Wettrennen machen. Luke, ich bin dein Vater, sagt er, ey. Was ist denn euer Lieblings-Star Wars-Charakter? Ja, geil. Oh. Darth Vader. Ja, eindeutig, ne? Ist ein cooler, auf jeden Fall. Der Oberschurk eigentlich. Wobei, ich fand, bei Episode 5 fand ich mal doof, dass der auf einmal eine andere Synchro hatte, ne? Ich weiß nicht, ob das... Mann, kann ich doch mal. Benni, was hast du getan? Okay, das war's. Alter, was für eine Monsterwelle hier gerade. Naja. Immerhin hat man das U-Boot-Surfing gesehen. Sorry, dass der Challenge geklappt hat. Bei der Monsterwelle der Vater vom Patrick ins Wasser gesprungen. Bei Zentner wiegt, ja? Warte mal, wer ist denn das? Das Ding kenne ich doch. Guck mal hier. Das Ding? Das ist die Mutter vom Dennis. Weißt du, wie der... Scheiße. Ey, wenn du eine Waffe in der Hand hast, ist es unmöglich, dich zu killen, Alter. Eigentlich müssen wir mal alle wieder einen Faustkampf machen. Auf dem komm, Walle, ohne Waffe, komm, ohne Waffe, sein Mann. Paki, Walle, ohne Waffe, komm, sein okay, Mann, jetzt. Komm. Ja, jetzt sagt er so, weißt du? Pack die Waffe weg, komm. Warte. Scheiße. Ja, Mist. Der Curry ist so ruhig, der ist wahrscheinlich schon eingepennt. Ja, der will mich auch einigen, Curry. Schon lange. No Curry, no cry. Hahaha. Okay. Curry, okay, wo steht eigentlich das AFG-Curry? Sag doch mal. Nichts. Vielleicht schämt er sich, das zu sagen. Ich hoffe, ne? Der das schon gehört hat. Ja. Wenn das jemand weiß, schreibt das mal in die Kommentare. Oh. Benni! Boah! Geil. Ach, du hast mich nur erwischt, ne? Ja. Krass. Aber krass schon wieder, dass die Challenge wieder im ultimativen Massaker endet. Immer. Ja, das ist irgendwie so. Ja, komm, dann machen wir mal Schluss hier. Warte. Na, noch komm, ein bisschen ultimatives Nein! Massaker. Nein! Noch ein bisschen. Nein. Habt ihr immer noch nicht genug. Ach, fuck doch die weg. Was? Fuck doch die weg. Fuck doch die weg. Ihr habt euch da wieder in was reingesteigert. Ja, haben wir auch, gebe ich zu. Scheiße, die Challenge hat nicht geklappt, ich raste aus. Oh, jetzt habe ich Sterne. Das will ich nicht. Verdientermaßen. Jetzt. Weißt, ich bin, ja nie, ich bin ja nie so einem, dass ich was Schlechtes gönne und so, ne, aber... Der Patrick. In dem Moment muss ich schon sagen... Was? Nein. Ja, wir sind ja nicht bei TTT, okay? Das tut mir leid. Hm. Gleich wird es dir noch viel mehr leid tun. Ich habe übrigens letztens, haben wir ja darüber gesprochen, über Lästern, so über Andrea Berg und so, ne? Ja, ja. Und dann war ich im Urlaub, hatte so Fernseher abends noch geguckt und dann war da so ein Konzert von Andrea Berg, ne? Mhm. Und du hast dich verliebt dann plötzlich. Nee, aber sorry, Alter, aber die Frau sieht so männlich teilweise Alter. Aus, ne? Das kannst du ruhig mal sagen. Weil das war einfach so scheiße, dann steht die da so und sucht sich so Leute aus dem Publikum und die kommt dann so auf die Bühne und sagt die so, ja, lass sie doch, da kann sie doch nichts für die anderen. Ja, aber dann sagt die so, wer will mein Poseidon sein und so und ich denk mir so, ey, was? Ich. Ja, da hast du dich gemeldet und gedacht, Mann, ich wäre jetzt gerne Andreas Bergs Poseidon. Andreas Bergs. Poseidon, so nenne ich, kenne ich nur... Der griechische Gott hier, Meereshani ja, und so. Nee, ich wollte gerade fragen, oder was? Sagen, so kenne ich eigentlich nur den Namen meines Glieds. Cobra, Poseidon... Dreizack. Cobra, ja. Ja, was? weil die Geschlechtskrankheiten so giftig sind. Der war gut, muss ich schon sagen. Hast du gut ausgehauen. Nee, ich wollte eigentlich fragen, ob der Gamescom helfen kannst beim Fragen, aber... Ja, genau. Ist jetzt wieder vorbei. Ist alles wieder vorbei. Ich hab dir den Penis bestimmt nicht getragen. So, vor allem, Alter, ich hatte leider keinen Flohzirkus dabei. Ey, was? Meinst Nein! du den Floh von den Circles oder was? Floh Circus, ja genau, Floh Circus. Geil, Alter. Oh Gott, ey. So seitwärts mitgenommen, das ist glaube ich der Trick 17. Warum sagt man eigentlich FF und Trick 17? Das habe ich nie verstanden. Woher kommt es? Hm.
Gute Frage. Trick 17 sage ich sogar sehr häufig. Ja, aber so kenne ich aus dem FF so, weißt du? Kenne ich aus dem FF. Ja, aber ich warum weiß, denn FF? Hm. Warum nicht PP oder? Frag Ferdinand. Oh. Wer will mich da umbringen? Wer will mich umbringen? Welcher von den Kackpuzen? Welcher scheiß Kackpuzen will mich töten? Übrigens, kann man ja mal gerade ganz kurz erzählen. Der Sarazar hat gerade keine Uhr bei sich für die Aufnahme. Und bevor wir aufnehmen, macht er folgendes Geräusch immer. Piep. Ja, mach ich jetzt aber nur einen Moment, weil ich keine Zeit aufschreiben kann. Damit ich ungefähr weiß, dann beginnt die Folge, weißt du, weil wir zwischen den Folgen auch oft so viel Scheiße labern, die nie gesendet wird. Aua, wow, kann wow, nicht dein Ernst sein. Boah, Alter, geil. Ja, Benni, weißt du, ich wollte nie mit dir in den Krieg angefangen. Oh, der Benni hat das voll getan. Ich glaube, ich meine Autos U-Boote und Benni, so weiter. Ich bin euer größter jetzt Fan mal ganz von den still. Circles, weißt du, ich habe jedes Album gekauft, jede Wasteland oder wie das Album hieß. Passiv-Modus. Alles gekauft, Benni. Und dann was bist du so zu mir, so, weißt du? Ich habe euch finanziell unterstützt. Also du bist aber auch nicht immer der Netteste. Ich bin immer nett zu dir. Hab ich jemals was endlich Schönes? Spricht es mal einer aus. Benni, hab ich jemals... Sei du mal ruhig, du Unterbelichteter. Guck! Was sagt der Chef dazu? Kann man das... Das ist doch schon Mobbing, oder? Warte, ich frag mich mal eben selber. Ja, ich weiß nicht. Ich halte mich da raus, was ihr macht. Ach, du sagst, das ist auch noch da. Hab ich vergessen. Weil ihr mobbt euch halt eh nur auf geringe Basis. Oh, den kenn ich. Darf ich denn den Dennis auch mobben, oder? Klar. Okay, alles klar, dann habe ich jetzt... Wenn er dich mobbt, kannst du ihn auf jeden Fall zurückmobben. Das ist auf jeden Fall fair. Versuch doch mal, Patrick, versuch doch mal. Also das ist nur fair, Patrick, kann ich raus. Naja, ich schreib mir den gleich erstmal auf. Ja, der Traut hat mich durchsiebt. Oh, boah, da bin ja Tricks drauf. Da kann ich nicht mitkommen. Wie du mir, so ich dir. Oh, Mann. Wie ich alle gerade wegsniper und weghole, Alter. Sorry, aber... Bin ich auch krass. Was ist denn das? Alter, der Curry. Der kleine Schlingel, ey. Das ist einer. Was, Curry? Ja. Pfannkuchen. Ja. Was? Nein! Pfannkuchen. Mom, hol uns eine Pfanne. Ich kann keine Muni mehr. Reefkuchen haben. Mwah. Findet ihr eigentlich sächsischen Alter! Akzent? Mit Kindern nicht mehr sexy. So, wie heißt denn nochmal diese Sachsen-Paule, Alter? Natürlich. Oh, was ist los mit der Welt? Jetzt fängt der Dennis wieder Sachsen an zu beleidigen, weißt du? Was? Ja, aber guck mal, ne, also ich muss, also ich bin ja immer ehrlich. Nee, ist auch ein lustiger Akzent, finde ich. Aber wenn dann so, es ist so eine lustige Geschichte gewesen, das habe ich im Fokus gelesen, aber so eine Frau, die wollte nach Bordeaux fliegen, ne? Was? Bordeaux? Ja, da gibt es Bordeaux. Bordeaux? So, ja, gibt es irgendwo. Wollte so den Ring wegbringen. Und dann ruft die so da an, geil, bei dem Reisebüro und so und sagt so, hallo, ich möchte. Ey, bleib doch mal stehen gerade im Auto, da. Ich möchte gerne nach Bordeaux fliegen. Nee, DZ, wir spielen TTT, Alter. PZ, du musst abhauen, so zöde ich dich nachher noch. Achso, okay. Warum hab ich jetzt Cops am Arsch? Ich hab doch nichts gemacht. War doch alles easy. Sorry, du wolltest die Story erzählen. Auf jeden Fall ist sie dann, wollte sie ihre Reise antreten, die Reise und bleiben fit. Scheiße. Und hat der Bordeaux gebucht, also dieses, wo ist das, Frankfurt? Bordeaux in Frankreich. Ja, Frankreich. In die Frankreich. Alter. Bordeaux in Frankfurt. Da weißt du, wenn der mal aufliegt, weißt du, wenn der mal aufliegt, der Skillex, Alter. Skillex. Bordeaux in Frankfurt. Mich kann man nicht mehr ernst nehmen, Leute. Ich bin durch, echt, Alter. Ich glaube, wir machen mal ein Päuschen an dieser Stelle. Voll den Aufnahmemarathon, glaube ich. Wir hatten ja U-Boot-Surfing, eine nicht funktionierte Challenge und noch weggeballert. Und was machen wir denn in der nächsten Folge? Benni, was ist los? Nee, mach ich nicht. Benni, was machst du noch nicht? Alter, da gibt's ja hier schon auf dem Sack vor. Aber ich fand die Folge trotzdem ganz amüsant. Ja, aber ich muss mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen. Also es tut mir wirklich leid, ne, mit dem Flugzeug. Wer sich beschweren möchte, PZ, ja. Köln. Ihr könnt einfach an meinen Postfach da irgendwie schreiben. Ja. Ein Briefbombe, ja, der Dennis sagt jetzt gleich noch die Handynummer und dann... Genau, die Adresse. 051-3728. Ja, sag das nicht. Weil nachher ist es so, dass da nachher wirklich wer... Da rufen jetzt so viele Leute an. Ja, du hast dir die Nummer gerade ausgedacht, oder? Ja, natürlich. Also ich sag nur die. Also. Ja, das heißt, irgendjemand kriegt jetzt Anrufe. Geil. Meinst du, jemand hat diese Nummer jetzt? Vielleicht freut sich auch einer darüber. Sorry, aber wer da jetzt anruft, ne? Wer da anruft, hat einen kleinen Penis. Und kleine Brüste. Ja, das ist behindert. Da. Wäre aber lustig, stell mal vor, dass... Nein, das wäre überhaupt nicht lustig. Nee, ich meine, dass da... Meinst du da... Also, wie gesagt... Du hast es doch schon mal gemacht. Ja, aber die Nummer war gerade frei erfunden. Wenn, als, du. Ob ich Patricks Handynummer... Ja, da ist wahrscheinlich gar nichts dran, aber sowas du kennst meine gefährlich. Nicht auswendig aus dem Kopf?
Nee. Aber hier gucken ja schon ein paar Leute mit. Ich habe noch nie. Also ich kenne deine Auswendung. Ich hab dich auch noch nie angerufen. Oh. Nee, der war schon wirklich extrem, muss ich zugeben. Nee, aber man muss schon sagen, wenn man so, also ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn man so die Nummer bekannt wird, ne, oder wenn man eine Nummer irgendwie äußert. Ist deine Nummer im Internet, steht die da, ist sie bekannt? Nee. Also das schreibt, war mal, schreibt mir einen Kommentar, ich schreibe euch das mal so, dass meine alte Handynummer wirklich Kreise wegen WhatsApp. Ey, jedem, der mir einen Daumen hoch gibt, gebe ich die Nummer vom Dennis. Was für ein dreckiger Penner du bist, ey. Mit solchen Leuten will nichts mehr zu tun, ich hör auf jetzt, tschüss. Ach Mann, jetzt ist er wieder traurig, der Dennis. Hab dich nicht so, Dennis. Naja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss. Ja, der Dennis ist jetzt richtig bitter traurig und das tut mir auch fast leid. Und da werde ich noch von Currywurst platt gefahren hier in der Endcard. Finde ich die Unverschämtheit. Und jetzt bin ich gleich traurig und weine bitterlich die ganze Nacht und will nicht mehr leben. Ja, so ist es mir. Ich bin ganz schön traurig. Tschüss, Freunde, bis dahin.